Hallo liebe Leute und herzlich willkommen, euer Chriso wieder hier. Ja, um was geht's heute? Und zwar wollte ich euch mal was vorschlagen bzw. anbieten, besser gesagt. Und zwar würde ich für euch Account Reviews machen. Das heißt, ich würde mit eurem Account einfach mal spielen und schauen, was ich so weiterbekommen kann bei eurem Account. Das heißt, ihr könnt einfach unten in die Kommentare reinschreiben, schreibt mir einfach Account Review und warum und wieso. Beziehungsweise Account Level und sowas wäre auch noch ganz interessant. Natürlich muss ich ein bisschen was haben, mit dem ich arbeiten kann. Das heißt, es sage ich mal, unter Level 30 wird es jetzt wahrscheinlich nicht viel bringen. Aber ich will einfach versuchen, ein paar Leuten von euch weiterzuhelfen. Ich kann ja nicht jedem Einzelnen jetzt seinen Account durchschauen, aber ich will es euch einfach mal anbieten und werde einfach da zufällig jemanden auswählen, dem ich einfach so ein Account Review gebe. Ich werde das Ganze natürlich dann auch als Video verpacken. Und werde einfach mal schauen, was ich mit eurem Account einfach machen kann. Das heißt, wie kann ich eure Monster besser machen, wie kann ich euer Team besser machen, dass ihr einfach weiterkommt, und will damit den Leuten einfach helfen, die jetzt zum Beispiel feststecken. Das heißt, wenn ihr jetzt feststeckt auf, keine Ahnung, Stufe 6 oder was weiß ich was im Glyphen-Dungeon und sagt, ja, ich kann jetzt zum Beispiel bei Stärke 6 oder sonst irgendwas nicht mehr weiter, es geht einfach nicht mehr, dann will ich euch einfach die Chance geben, dass ich mir euren Account anschaue, dass ich mir eure Glyphen anschaue, dass ich das Ganze durchgehe und schaue einfach, okay, was habt ihr für Monster, was für ein Team kann ich da theoretisch zusammenstellen und ob ich einfach da weiterkommen kann. Das wäre mal ganz interessant. Würde ich auf jeden Fall gerne machen für den einen oder anderen. Werde das auch vielleicht in Zukunft dann öfter machen, je nachdem, wie es eben ankommt bei euch. Und will einfach mal schauen, ja, was ich mit euren Teams so erreichen kann oder beziehungsweise auch anderen Leuten einfach zeigen, was mit gewissen Teams möglich ist, weil ich sehr oft eben Anfragen bekomme, ja, ich komme jetzt nicht weiter und habe einfach Probleme, beziehungsweise auch auf Facebook gibt es diese, ja, Diskussion will ich jetzt nicht sagen, aber einfach diese Fragen öfter, wo Leute eben dann reinposten ihre Monsterbox und so weiter. Dafür habe ich ja eben auch die Facebook-Seite gemacht. Das ist ja dort der Sinn und Zweck, dass ihr einfach dort eure ganzen Monster mal posten könnt, herzeigen könnt, was für Glyphen die haben und so weiter. Das heißt, für alle Leute, die das etwas näher interessiert, das ganze Thema, schaut einfach vorbei. Auf der Facebook-Page ist immer unten in den Videobeschreibungen mit dabei. Es sind die Links, alle Links, die ihr braucht, also zu Twitch, zu Facebook, was auch immer, ist alles dort unten drinnen. Und ja, könnt einfach gerne vorbeischauen und dort eure Monsterbox mal reinposten und euch den ein oder anderen Tipp oder Ratschlag einfach abholen. Wir haben da auch einige Leute mit dabei in der Facebook-Gruppe, die auch schon etwas weiter sind und die natürlich auch gerne bereit sind, euch weiterzuhelfen. Also bin ich echt stolz drauf, dass da sich die Leute auch untereinander helfen, weil ich habe halt leider auch nicht immer die Zeit, dass ich alle Fragen direkt beantworten kann und einem jeden jetzt weiterhelfen kann, was die Teamzusammenstellung angeht oder die Glyphen angeht und so weiter. Das ist halt dann, mit der Zeit wird es ein bisschen viel, aber ich will das eben gerne versuchen. Und ja, was eben das bringen soll mit dem Ganzen, dass ich jetzt sage, eben ja, Account Review und so weiter, ist meiner Meinung nach einfach so, dass viele Leute haben sehr viele Monster oder sehr starke Monster auch zeitweise und kommen nicht weiter. Und ich kann mir das dann für meinen Teil oft nicht so leicht erklären, weil ich mir dann denke, okay, gut, warum kommst du jetzt eigentlich nicht weiter? Dann schaue ich mir so die Glyphen an und denke mir so, okay, die Glyphen sind jetzt auch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und ich weiß nicht, warum man nicht weiterkommt oder warum ihr einfach nicht weiterkommt. Und das will ich mir eben dann selber mal persönlich anschauen auf eurem Account, will einfach dort mal reingehen, will schauen, was kann ich in eurem Team oder bei euren Glyphen einfach umstellen oder anders machen oder vielleicht besser machen, dass ihr eben dann doch weiterkommt und nicht eben diesen Stillstand im Spiel habt. Das heißt, dass ihr nicht dann eben die nächsten Monate lang jetzt Ewigkeiten auf Stufe 6 oder 7 oder irgendwo eben herumfarmen müsst, sondern ich will einfach versuchen, mit eurem Team da weiter hochzukommen. Genauso auch, falls ihr irgendwo im Turm stecken geblieben seid und im Turm nicht mehr weiterkommt, dann kann ich das dort auch gerne ausprobieren, ob ich das irgendwie schaffen kann, im Turm weiterzukommen. Es gibt oft Varianten, wie man eben dann doch weiterkommen kann im Endeffekt. So, ich spiele jetzt hier nur mal im Turm schwer, spiele ich mal weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mal, was für Monster ich da noch verwenden soll. Ja, ich nehme mal einfach ihn mit. Sollte sich eigentlich grundsätzlich vom Tempo her noch ausgehen.
Ja, auf jeden Fall schreibt es mir einfach unten in die Kommentare rein. Sagt es mir einfach nur dazu, was für ein Level ihr seid, das heißt, was für ein Level euer Account hat, und schreibt mir einfach dazu, warum ihr ein Account Review wollen würdet. Das heißt, wo steckt ihr fest, was wollt ihr verbessert oder verändert haben an euren Monstern. Und ja, was eben auch ganz wichtig wäre, wäre eben das, dass ihr mir vielleicht ein paar mehr Glyphen aufhebt. Das heißt, auch wenn sie jetzt nicht eurer Meinung nach nicht stark sind, die Glyphen, dass ihr mir die trotzdem einfach aufhebt und ich schaue mir die dann einfach alle an. Das heißt, ich werde dann eure Glyphen einfach durchschauen, werde schauen, welche Glyphen sind eher zum Verkaufen, welche könnt ihr eher behalten, und werde versuchen, euch einfach ein wirklich passables Team dann zusammenzustellen. Also das wäre eben mal der Plan hinter der ganzen Sache. Und ja, ich würde sagen, ich werde dann eben, je nachdem wie viele Leute sich jetzt melden, werde ich dann ja eine Woche oder sonst was dafür Zeit lassen, also dass ihr euch einfach meldet, und dann suche ich einfach jemanden aus, mal wo ich dieses Account Review mache, und das können wir dann einmal wöchentlich machen, dass ich dann einfach, statt dass ich mit meinem Account spiele, einfach mit einem Account von euch spiele und euch somit eben die Möglichkeit gebe, dass ihr irgendwie weiterkommt im Spiel. Das wäre jetzt soweit mal der Plan an der ganzen Sache. Ja, ansonsten versuche ich natürlich selber immer weiterzukommen im Spiel, so gut es geht. Es ist ja auch so für mich, dass ich auch manchmal dann zeitweise mal stecken bleibe. Also wer jetzt auch öfter mal den Livestream oder sonstiges verfolgt, ich hatte ja auch so zum Beispiel beim Turm Stufe 70 hatte ich ja genauso auch meine Probleme, wo ich dann nicht weitergekommen bin. Und ja, es ist einfach so, man hat zeitweise so irgendwie sein Limit erreicht. Aber wenn man dann einfach austestet und ausprobiert, und manchmal liegt es einfach wirklich nur an einer Kleinigkeit, die euch einfach aufhält. Und man merkt das oft dann selber nicht, man denkt sich dann, ah verdammt, mir fehlt dieses Monster und dieses Monster brauche ich unbedingt und was weiß ich was, aber es geht auch oft viel einfacher. Und das will ich eben dann versuchen, euch anhand eurer Accounts selber zu zeigen, beziehungsweise eben den einen oder anderen von euch damit eben direkt weiterzubringen. Und ja, ich hoffe halt, dass es bei euch Anklang findet und dass ihr das auch cool findet, wenn ich euch da vielleicht eben so weiterhelfen kann. Ich würde das ganz spannend finden, auf jeden Fall auch mal mit vielleicht schwächeren Accounts das Ganze auszuprobieren und schwächere Accounts einfach zu spielen und eben euch auch ein bisschen dann zu pushen, mehr oder weniger. Und das war jetzt eben so der Plan dahinter, das habe ich mir heute so ausgedacht. Ich dachte mir, ja, das wäre vielleicht eben interessant. Und ja, schreibt es mir halt dann unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, von dem Ganzen. Das war es eigentlich für dieses Video auch schon. Wer noch zuschauen will, ein bisschen länger, falls ihr Zeit habt oder nichts anderes zu tun. Ich spiele jetzt hier nur die Stufe fertig und ja, dann gibt es hoffentlich im nächsten Livestream dann bis Stufe 60 hoch. Ich weiß halt leider nicht, wie es hier aussieht. Also bei mir ist das jetzt auch so eine Testphase, weil ja der Turm wurde ja umgestellt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie stark die Monster hier in weiterer Folge dann wirklich sind oder auch nicht. Und ich weiß eben auch nicht, ob ich so einfach hier durchlaufen kann. Aber ich werde das dann in ja, weiterer Folge dann sehen. Also ich schätze mal, dass ich bis 60 kommen kann. Die Frage ist halt dann, wenn ich auf Stufe 60 bin, ob ich den Stufe 60 Boss besiegen kann. Weil die Bosse sind doch ziemlich stark und auch ziemlich schnell. Und ja, es ist gar nicht mal so einfach, die zu besiegen, muss ich sagen. Und ich hatte eben schon auch des Öfteren mal Probleme hier herinnen im Turm, dass ich eben nicht gleich direkt weitergekommen bin. Haben mir dann eben mein Team angeschaut, haben mir dann angeschaut, okay, woran liegt es jetzt eigentlich wirklich, dass ich nicht weiterkomme? Liegt es am Tempo oder liegt es eher an der Verteidigung, also an der Abwehr, dass ich zu wenig Abwehr habe, bekomme ich zu viel Schaden oder habe ich vielleicht zu wenige Lebenspunkte? Und so muss man sich dann langsam rantasten an das, okay, was fehlt mir wirklich bei meinen Monstern, dass ich eben weiterkommen kann. Ich sage jetzt mal, in 90% der Fälle ist es natürlich die Glyphenqualität, aber es ist auch natürlich die Glyphenzusammenstellung, weil viele Leute, glaube ich, achten einfach nur darauf, was für Glyphen da jetzt drauf sind, ob die jetzt episch sind oder ob die legendär sind, aber um das geht es eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht, sondern es geht zu, sage ich jetzt mal, ja, 70%, kann ich sagen mit ziemlicher Sicherheit, mit 70% nur darum, was für Bonuswerte ihr habt, das heißt, was für Substats auf euren
Glyphen drauf sind. Das heißt, wenn dort sehr schlechte Subsets drauf sind, dann ist es klar, dass ihr nicht weiterkommt. Auch wenn ihr jetzt schon ein oder zwei epische Glyphen vielleicht dann bekommen habt und euch extrem darüber freut. Es kann auch sein, dass epische Glyphen wirklich ein Mist sind. Das heißt, es gibt auch genauso dieses Szenario, dass ihr habt zum Beispiel eine epische Glyphe und die ist einfach wesentlich schlechter als zum Beispiel eine grüne Glyphe oder umgekehrt eine legendäre Glyphe, die einfach kompletter Mist ist, wo ihr einfach eine gelbe Glyphe habt, die viel stärker ist. Ja? Ihr seht jetzt auch hier, hier war es eben auch unerwartet, dass zum Beispiel sie jetzt in dem Fall, also diese zwei Monster waren einfach schneller als ich und ich habe jetzt hier somit Probleme bekommen. Und es könnte sein, dass ich diese Stufe jetzt nicht schaffe. Wenn ich die Stufe nicht schaffe, dann werde ich es nochmal versuchen und weiß, okay, es ist jetzt in dem Fall gescheitert an dem fehlenden Tempo des Basilisks. Das heißt, er war einfach zu langsam, dass er vor ihnen drankommt und sie gleich direkt einfrieren kann. Und damit habe ich eigentlich diese Runde verloren. Ich meine, ich kann es jetzt hier vielleicht trotzdem irgendwie schaffen, weil der Schaden nicht so extrem ist, muss man sagen. Aber das wäre jetzt hier eben dann der Grund, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier verloren. Warum? Weil ich eben zu langsam war. Das heißt, der Wasserbasilisk war zu langsam, war nicht vor ihnen dran, konnte deswegen die Gegner nicht einfrieren und ich wurde dann gesilenced und ja, in weiterer Folge konnte ich dann keine Fähigkeiten verwenden und ja, dann passiert eben genau das, was jetzt eben passiert. Aber wie schon gesagt, der Schaden ist jetzt nicht so extrem hoch und es wird wahrscheinlich auch so irgendwie hinhauen, aber es ist jetzt nicht so, wie es eben geplant war. Das heißt, ich weiß jetzt auch wahrscheinlich dann für die nächsten Stufen, dass mich dort eben das erwartet, dass der Basilisk zu langsam ist. Das heißt, ich muss jetzt mein Team dann umstellen auch und muss mir entweder jemanden mitnehmen, der den Attack Bar bufft, das heißt, der eure Angriffsleiste bufft, der einfach wesentlich schneller ist als er, das heißt, ich nehme dann ein Monster mit, was 180 Tempo oder 170 Tempo hat und die Attack-Leiste bufft, so dass er eben auch vor den Gegnern drankommen kann, oder ich versuche einfach sein Tempo noch ein bisschen zu steigern und ja, gebe ihm einfach 3, 4, 5 Tempo irgendwie mehr dazu. Das kann eben auch zeitweise lange dauern, weil 3, 4, 5 Tempo in den oberen Regionen gar nicht so wenig ist. Das heißt, es kann dann sein, dass ihr dann vielleicht eine Woche oder was farmen müsst, bis da mal eine Glyphe kommt, wo ihr sagt, jawohl, das ist genau die Glyphe, die mir gefehlt hat, die bringt mir 4 Tempo mehr oder was und die tauscht ihr dann eben aus. Und ja, das sind eben so diese ganz kleinen Feinheiten, nenne ich das jetzt mal, ja, um was es dann im Endeffekt geht, ob euer Team funktioniert oder ob ihr mit dem Team weiterkommen könnt. Ja, das war es im Großen und Ganzen von mir. Kommentiert einfach fleißig unten rein, vergesst nicht das Video zu liken auf alle Fälle und ja, ich hoffe, wir können dann nächste Woche schon mit dieser kleinen Serie, sage ich mal, starten, dass ich einfach eure Accounts anschaue. Ja, was ich dazu brauche im Moment, weil man ja leider so die Accounts nicht einfach wechseln kann, brauche ich natürlich euren Google Play Account dafür und ja, es ist einfach so, es gehört natürlich Vertrauen dazu, ich werde aber das Vertrauen von euch natürlich nicht missbrauchen, das heißt, wenn ihr mir eure Google Play Account Daten gebt, dann spiele ich mit eurem Account, nehme das Ganze als Video auf, vielleicht spiele ich sowas auch mal im Livestream dann einfach für Leute, die noch nicht so weit sind, dass ihr da direkt live zuschauen könnt. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das Vertrauen habt, dann brauche ich auf jeden Fall den Google Play Account, aber es wird nichts damit passieren. Wie gesagt, ich werde da einfach meinen Account, also ich logge mich aus meinem aus, logge mich bei euch ein, damit ich bei euch ins Spiel rein kann und eure Spieldaten abrufen kann direkt und damit ich dann eben mit eurem Account oder mit eurem Spielfortschritt sozusagen spielen kann. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Wie gesagt, ja, jeder, der das Vertrauen hat, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein, sagt mir, warum, wieso ihr den Account Review wollt oder braucht und ja, alles andere klären wir dann sowieso direkt persönlich, also da bekommt ihr dann von mir die persönlichen Daten oder mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, ja, entweder WhatsApp oder auch über Facebook, wie auch immer, machen wir das dann natürlich mit den ganzen Account-Daten, damit das Ganze auch sicher abläuft. Gut Leute, dann vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen und viel Spaß beim Spielen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's es gut, ciao, ciao dabei.